Ich glaube, es geht schon wieder los. Wir sitzen schon wieder in der Gondel. Es ist schon wieder Frühling. Oder dass man so total den Schweiß verliert. Ja, du musst näher zu. Achso, ja, ich meine das Fische um. Ich sehe, ja, schon, aber, gerade um, ja. Gut. Was sagen wir? Naja, warm soll es heute werden. Mindestens 18 Grad, vielleicht noch heißer. Und wir wollen noch ein bisschen Matschbuckel reiten und natürlich im Gelände unterwegs sein. Ein bisschen hart, so wollen wir noch, ja. Alternativ wäre ja unser Plan gewesen, dass wir jetzt schon im Friaul sind. Ihr wisst ja, wie es zugeht auf der ganzen Welt oder auf der ganzen europäischen Geschichte mit der ja, Virus-Sache. Ist nicht so cool. Wir haben uns dann entschlossen, wir machen es auch nicht. Gute Entscheidung, wir werden nicht mehr heimkommen, wahrscheinlich, weil Blöckenbass ist dicht und alles. Und ja, jetzt sind wir da, werden ein bisschen alternativ biken gehen, werden was in die V-App starten, schmeißen jetzt alles um, ja, und hoffen das Beste. Und heute geht es nochmal auf die Pisten und ja, genau, schauen, was da kommt so mit. Wird sicher dabei. Ein toller Tag, so oder so. Es ist absolut sulzig schon. Total. Aber teilweise fährt es sich richtig, richtig gut. Ja. Und teilweise batzt es dann schon so sehr, dass man aufpassen muss, dass man nicht gleich einen Abflug macht. Und das ist halt so ein bisschen das Gemeine daran. Aber auf jeden Fall, das ist schön oben zu sein. Ich habe gedacht, vorher mit Lift auf und einfach eure Breschen, die Botanik, das ist einfach mega. Das ist saugeil einfach. Das ja, nichts los. Nichts los. Super warm, also die steht echt voll. Ja. Das ist geil. We start our engines, countdown from 10, kiss the sun goodnight, and go where no one goes, yeah, cause we're chasing desires above the city lights, yeah, we're burning. Ja, wie ihr seht, die Klamotten werden schon weniger, es ist schon nur noch ein Bike-Trikot. Ein Heidei-Kussum. Ein Heidei. Aber es macht wirklich Spaß, sehr es geht gut. Gut zum Fahren. Also jetzt so ein richtiger Firn, das wirst du jetzt noch ein paar kippen, dann wird es irgendwann ein Sulz und dann wird es irgendwann ja, dann wird es aber. Aber ich habe heute Geld mitgenommen, Mikro Weißwein trinken gehen. Passend zu der Temperatur. Hm. Wenn wir nicht schon ein Dolce Vita fahren können, dann holen wir ein Dolce Vita her. Stimmt. Ja. Dann heißt es noch an, Il Conto per favore. So, jetzt wird Sonne genossen. Grausen wärst du, wenn ich. Jetzt ist der Übergang vom Schnee. Vom Firn auf es geht nicht mehr und jetzt wärst du dann komplett faul und dann starten wir wieder durch. Und da ich es aber nicht lassen kann, hocke ich jetzt alleine am Lift, währenddessen der Martin ja ausnimmt. Zum Teil nicht mehr hinterher. Ich hab Mut verschluckt. Lieb Matschbuckel. Fliege verschluckt. Okay.
Jetzt gibt es eine Pause. Abkühlung. Von der redet der Martin ja seit in der Früh. Seit 8:30, ja. Aber echt cool. Also, ja, ist mega. Matschbuckel ist das Beste. Das Geile ist einfach, da geht es um gar nichts. Also, locker Joker aussuchen, bisschen Ohr fahren. Mehr. Das war's einfach. Ja, und keiner macht sich einem streitig, ja. Nicht so wie beim Powder. Genau. Also, Friends geil. On Matschbuckel Day. Ja. Und wieso kriegst du dann immer dein ganzes Schneematschel? Ich weiß es nicht. Du hast vor mir vorne, probier's einmal. So, wie erwähnt, wohlverdient. Endlich. Ach, Traum. Ja, danach habe ich vielleicht bessere Chance, den Martin aufzuholen. Dann gibt's mehr Bilder. Wir warten, bis die Bahn zu ist, dann steigen wir noch mehr auf. Und dann fahren wir noch mehr hoch. Von mir aus. Mhm. Weißes Rauschtraining. Ich würde dann auch, ja. Ich würde der weiße Rausch wird wohl auch eher. Ist ja der weiße Rausch. Ah, ersatzweißer Rausch. Mhm. Schönes Shirt, was sagt ihr? Was sagt ihr zu unseren Shirts? Habt ihr was gekauft? Schreibt mal was in die Kommentare. Das sind echt coole Sachen. Auch qualitativ super. Ja, qualitativ sind die wirklich. Krass, ja. Das sind Shirts, was ich am längsten habe. Das Weiße, was oft auf dem Video ist, ist das Tanktop. Das habe ich jetzt, oh, ich glaube, so 4-5 Jahre durch. Nicht einmal der Aufdruck leider. Das war echt coole Sache. Ja. So, wir sind wieder unten. Es hat mir alles gekostet. Ich habe sogar Schluck auf. Das ist nicht lustig. Hast du Schluck auf? Ja, war echt cool. Kommentare, macht sich das auch, so Springskiing. Es gab dann einen Hotdog Day noch, oder? Also von der ersten bis zur letzten Liftfahrt durchfahren. Das liebe ich. Okay, jetzt nicht so dazu. Ich mag Skifahren echt gerne, die Bierfisch Ski gefahren. Das ist es ja nicht in meinem Leben schon. Aber wenn es dann zu warm wird, muss ich jetzt nicht haben. Cool war es auf jeden Fall. Wir haben noch von der Petra Bekannte getroffen. Und sind dann oben geguckt auf 2000 Meter, jetzt durch Ohrballer, 1200 Höhenmeter am Stück. War echt lustig. Wenn jetzt jeder denkt, ja, früher irgendwann keine Projekte mehr, Projekte kommen, wir sind gerade beim Umplanen, wir hocken immer am Roundtable alle drei, machen ein bisschen was, was so geht, was es sein könnte. Wir haben jetzt ein cooles Projekt am Weg am Kanadaer Gletscher, auch mit dem Fetti und so, also bleibst dabei. Wiedermäßig geht einiges, Peter ist da fleißig drauf. Und fototechnisch kommt auch ein bisschen was in nächster Zeit. Und es werden einige Sachen auf dem Blog vorgestellt bezüglich Mountainbikern. Fototechnisch und tourentechnisch. Also dabei bleiben. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben geben. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann unbedingt Kanal abonnieren. Vielen, vielen Dank für alle treuen Zuschauer. Wir freuen uns wirklich über jeden Kommentar, jedes Like, über einfach alles. Krass, meine Zähne streuen voll. Ja, ich war beim Zahnarzt, ich habe es putzen lassen. Also, ja, na gut. Hätte auch die Sonne sein. Ja, stimmt. Macht's es gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.